Hallo und herzlich willkommen bei BGL live aus Berlin, aus dem Deutschen Bundestag. Ja, der Parlamentsbetrieb hier im Bundestag nimmt so allmählich wieder Fahrt auf. Heute haben die Ausschüsse des Bundestages getagt, insbesondere auch der Bundestagsverkehrsausschuss. Und morgen trifft sich das Plenum des Bundestages. Ich möchte daher gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen einen Überblick zu geben, welche Themen für unsere Branche diskutiert werden in Berlin. Wie gesagt, der Bundestagsverkehrsausschuss hat heute getagt und er hat eine wegweisende Entscheidung getroffen, nämlich die Verlängerung der Mautbefreiung für LNG-Lkw um 3 Jahre bis Ende 2023. Der BGL hat gemeinsam mit seinem Partner Shell und auch den Schwesterverbänden aus der Transport- und Logistikwirtschaft auf diese Mautbefreiung und die Verlängerung der Mautbefreiung seit langem hingearbeitet. Das war ein schwieriger Prozess und es ist jetzt geglückt. Wie gesagt, bis Ende 2023 sind LNG-Fahrzeuge, Lkw, von der Maut befreit. Und damit wird ein erheblicher Anreiz gesetzt für die Transportunternehmen. Es wird Planungssicherheit geschaffen für diejenigen, die bereits in LNG-Lkw investiert haben. Aber auch die noch investieren möchten. Sie haben damit einen echten Anreiz, in diese Technologie auch Geld hineinzustecken und damit auch ein Signal zu setzen in Richtung Klimaschutz. Denn für schwere Nutzfahrzeuge ist LNG die einzig aktuell am Markt verfügbare Alternative zum Diesel-Lkw. Darüber hinaus komme ich gerade aus dem Bundesverkehrsministerium. Hier hatten wir heute ein Berichterstattergespräch mit dem parlamentarischen Staatssekretär und Logistikbeauftragten der Bundesregierung Steffen Bilger und den Berichterstattern der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Karl Hohlmeier und Reinhold Sendker zum Thema Parkplatznot für Lkw und auch die Möglichkeiten, dieser Parkplatznot entgegenzuwirken. Der BGL hat ja hier bekanntlich ein Betriebshofkonzept vorgelegt, um selbst auch mit seinen Mitgliedsunternehmen mitzuhelfen, an dieser Situation, an diesem Mangel an Parkplätzen etwas zu verändern. Und hier haben wir heute wichtige Gespräche geführt, um relativ bald auch eine Entspannung an den Markt zu bringen. Ein weiteres Thema im Gespräch mit Staatssekretär Bilger war die Brancheninitiative Logistik hilft. Hier planen wir in der kommenden Woche mit dem Verkauf von Schutzausrüstung für die Transport- und Logistikunternehmer zu starten. Und am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sollen dann die nächsten Sanitärcontainer aufgestellt werden. So viel von mir, von der Fraktionsebene im Deutschen Bundestag. BGL live aus Berlin.